So, schönen guten Tag, hallo. Ich habe ganz viel alten Kram wieder auf YouTube geguckt, hatte dann richtig Bock mal wieder Resident Evil 2 zu spielen. Und da habe ich mir gedacht, spielen wir das doch einfach zusammen. Quasi. Wir spielen das, und das ist jetzt verkehrt rum wahrscheinlich. Das originale PlayStation 1-Spiel von 1997. Großartig. Das heißt, Grafik. Schauen wir mal, wie das aussehen wird. Ich habe es auch ewig nicht gespielt. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie das mit der Steuerung hinhaut. Naja, schauen wir mal. Wir spielen normal. Sind wir mal mutig heute. Zwischensequenz und den ganzen Kram machen wir auch. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town. And the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Oh.
you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Okay? Still in one piece. Hey! That maniac's gonna win! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Okay. Was haben wir da gelernt? Immer anschnallen. Es kann sein, dass sie abgeht durch die Frontscheibe. So. Das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Mal gucken, ob das so weitergeht. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Okay. Witzigerweise, wo ich das gerade gesagt habe, mit geht's ab durch die Frontscheibe. Das Spiel hat A- und B-Szenarios. Wir haben hier Leon und Claire, die wir eben im Auto hatten. Und du kannst mit jedem der Charaktere sowohl A-Szenario, was wir jetzt spielen, als auch dann auf der zweiten CD das B-Szenario spielen. Wenn wir mit Leon anfangen würden, hätten wir uns mit dem Auto noch einmal gedreht und wären rückwärts gegen die Mauer gefahren, der Zombie wäre hinten rausgeflogen, weil Leon ja auf dieser Seite von dem brennenden Auto sein müsste, um das Szenario hier zu spielen. Haben sie sich echt schon Gedanken gemacht damals. Ja, Story machen wir dann zwischendurch so ein bisschen. Wer hier was zu suchen hat in der Stadt. Über den guten Mann muss man sich viel Gedanken machen. Der hatte seinen kurzen Auftritt jetzt und das war's. So, jetzt probieren wir mal ganz riskant hier. Na komm, los. Los. Oh, shit, das wird nicht. Du hättest zu den anderen rüber gesollt. Verdammt. Los. Das schaffen wir. Jawohl. Na gut, zweimal angegangen. Hätte besser laufen können, hätte aber auch schlechter laufen können. Wir hätten die Armbrust doch einfach liegen lassen können. Wir finden später noch eine zweite, aber wenn die da schon liegt und man sie so relativ einfach kriegen kann, dann nehmen wir sie mit. So. Schön Munition, sehr gut. So. Hier durchkommen, ohne gefressen zu werden. Und ein bisschen nah dran.
Genau, sorry. Wir wissen nicht allzu viel. Wir spielen mit Claire Redfield. Ich weiß nicht gar nicht, ob sie ihren Nachnamen im Intro schon irgendwie gesagt hat. Sie sagte ja nur eben zu Leon, hey, ich bin hier, um meinen Bruder Chris zu suchen. Das ist der Chris Redfield aus dem ersten Teil. Wir machen das mal safe hier. Der Chris Redfield aus dem ersten Teil, der da das Umbrella-Labor gefunden hat und da in diesen... Ups. Und da in diesen Zombie... in diesen Zombie-Albtraum geraten ist in Resident Evil 1 in dem Herrenhaus. Und der hat sich jetzt länger nicht bei ihr gemeldet. Und sie fragt sich, was los ist, und ist deswegen nach Raccoon City gekommen mit ihrem Moped. Und überraschenderweise auch alles von Zombies. Also, was ist mit Chris passiert? Das müssen wir jetzt rausfinden. So, wenn ich hier jetzt noch mit den Zombies durchkomme, dann war das ein ganz guter Start. Mal gucken. Alter. Oh. Ach. Okay. Zu meiner Verteidigung, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Los. Oh. Wir sind schwer verletzt. Also was heißt gewöhnungsbedürftig? Ich war mal ganz gut in der Steuerung, aber man ist halt von den ganzen neueren Spielen jetzt ein bisschen verwöhnt. Da macht man halt dieses, ja, wie es hier ist mit der fixen Kamera und du gehst dahin, wo du hindrückst, ganz egal wie die Kamera steht, ist halt nicht mehr so up to date. Aber mal gucken, kriegen wir schon irgendwie. So, jetzt haben wir es zumindest erstmal durch die Stadt zum Polizeirevier geschafft. Flippen wir uns hier aus dem Blumenkasten nochmal kurz. Ein grünes Kraut. So, zumindest wieder ein bisschen laufen können. Wenn wir mit unserem Hinkelbein unterwegs sind. Und dann rein ins Polizeirevier. Ja, das ist übrigens die einzige offene Tür, die anderen Türen sind zu. Müssen wir erstmal hier rein. Hang in there. Oh mein Gott, was ist mit ihm passiert? Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris. Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go.
Just go, okay. Just hang in there. I'll be back soon. Wir gehen. Witzigerweise hat der gute Marvin jetzt von der anderen Seite die Tür verschlossen, wie auch immer er das gemacht hat. Naja. Zumindest hat er uns eine Schlüsselkarte gegeben. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Die Schlüsselkarte können wir jetzt hier an den Computer. Auf. So, und da ich bestimmt das ein oder andere Mal sterben werde und wir nicht immer so viel doppelt spielen wollen, werden wir, glaube ich, relativ häufig speichern. Okay, auf geht's. Was machen wir denn? Das brauchen wir definitiv nicht. Nicht gut das Messer in diesem Spiel. Das Farbband lassen wir auch in der Kiste erstmal. Ich glaube, ich werde nicht alle Dokumente aufheben und lesen. Das ist ein bisschen lästig. Das Ding hier gibt uns jetzt Kombination zum Safe, die wir später brauchen. Mal gucken. Ah ja, Claire hat hier als ständiges Item in ihrem Inventar, hat sie so einen wunderschönen Dietrich, mit dem sie so kleine Schlösser an Schreibtischen aufmachen kann. Und da drin Erste-Hilfe-Spray findet. Super hilfreich, nicht wirklich. Aber wir nehmen das trotzdem. Leon hat da nämlich zum Beispiel ein Feuerzeug. Was ist da am Fenster vorbeigekrabbelt? Und das ist echt viel praktischer. Claire findet das Feuerzeug zwar auch später, aber da muss man immer dran denken, es aus der Kiste mitzunehmen, wenn man es irgendwo braucht. Und ich sage jetzt schon hundertprozentig später, ich werde es vergessen und sagen, oh scheiße, hätte ich mal das Feuer gedacht. Naja, schauen wir mal. So, was ist hier passiert? Der Kopf fehlt. Ah, okay. Aber Munition hat er noch am Mann. So, was ist hier passiert? Oh mein Gott. Wir könnten jetzt hier vorbeilaufen, aber... Na klar, gibt er sich weg. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter. Das hat ja schon mal super funktioniert. Jetzt bringen wir das Ganze auch noch zu Ende. Aber will sie mich verarschen?
Okay. Ja. Das, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Das hätte irgendwie anders laufen sollen, aber naja. Wir leben noch. Und der Licker ist tot. Und den Raum hier schenken wir uns jetzt erstmal. Das werden wir dann nachher sehen, warum. Oh, shit. Nein. Oh, Gott. Oh. Ich sehe es schon kommen, weil das wird ein richtig lästiges Spiel heute. Atemberaubende Geschwindigkeit, diese Pistole. Du lebst doch noch. Was? Ach, siehst du, wusste ich so. Oder? Oh, du lebst auch noch. Ach so, ja, interessantes Detail übrigens. Das kann man jetzt gleich sehen. Wenn die Zombies dann tot sind, sieht man diesen unauffälligen. Eine unauffällige Blutlache, die sich dann da ausbreitet. Das gibt's auch nur in der, also wir spielen die deutsche Version. Das gibt es in der deutschen Version, aber die deutsche Version ist damals 6-8 Wochen, 3 Monate, kurz nachdem sie rausgekommen ist, ist sie nachträglich indiziert worden. Interessanterweise. Und dann ist eine neue geschnittene Version, eine deutsche geschnittene Version rausgekommen, wo es diese Blutlachen zum Beispiel nicht mehr gibt. Da ist das Blut lila erstmal. Und wenn die Zombies tot sind, dann verschwinden sie einfach. Großartig. Das heißt also, diese Version hatte auch ganz lange tatsächlich nur die englische Originalversion, die deutsche nur gebrannt. Bis ich dann die hier irgendwann zufällig mal bei X-Games abgestaubt habe. Also die gibt's. Ja, was heißt, die gibt's nicht so häufig? Die gibt's schon relativ häufig, aber die ist halt nicht mehr so überall zu finden. So, kurzer Ausflug ins Nerd-Scheiß-Gebiet, aber naja, ist halt interessant. So. Wir haben hier erstmal alles und gehen jetzt weiter. Ach ja, hier, das erste grandiose Rätsel in dem Spiel. Okay, da glitzert was. Das kann man sich bestimmt da rausholen. Auf dem Halter steht: Der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Sonne, Mond, zwei Statuen, hell und dunkel. Was könnte das wohl bedeuten? Nicht so mit dem Schieben heute.
Große Überraschung. Das war's. Das hat's gebracht. Jetzt ist der Stein da rausgefallen. Roter Edelstein. Na sicher, nehmen wir den mit. Hier das Stars-Büro, also quasi da, wo unser Bruder gearbeitet hat. Und natürlich gibt es hier einen Granatwerfer. Sehr gut. So. Was haben wir hier? Chris' Tagebuch. Was ist das? Das ist eine Menge. Ich lese das jetzt nicht alles. In dem Tagebuch steht im Grunde nur, nachdem sie aus Resident Evil 1 aus dem Herrenhaus zurückgekommen sind, haben sie halt versucht, Ermittlungen anzustellen, um halt zu beweisen, hey, das war alles Umbrella, bla bla bla. Keiner hat ihnen geglaubt, weil von wegen, ne, großer Pharmakonzern und ne, die bringen Arbeitsplätze und bla bla bla, die haben nichts mit Biowaffen zu tun. Deswegen ist Chris jetzt abgetaucht erstmal, um selber Ermittlungen anzustellen. Interessanterweise schreibt er das in seinem Tagebuch, was er an Claire adressiert. Also wie auch immer das zu deuten ist. Naja. Ah ja, das gehört da auch mit zu. Da hat er die FBI ist das, glaube ich, die Behörden eingeschaltet, die auch ihm gesagt haben, ja, nee, Umbrella, Biowaffen, wissen wir nichts von. Wir halten weiter die Augen offen, aber im Grunde sagen sie, ja, ja, ist klar. Bleib mal weiter, du Kleinstadtkopf mit deinen Verschwörungstheorien. Wenn da was wäre, hätten wir das schon längst gesehen. Naja, wie das halt immer so ist, ne? Also wir laufen jetzt zurück, weil die nächste Tür, wenn wir weitergegangen wären in den Flur oben, wäre zu gewesen. Hätten wir nicht durchgekonnt. Also laufen wir jetzt. Zombie-Ende. Noch mehr Zombie-Ende. Ach ja, war glaube ich ganz gut, dass wir den doch noch getötet haben. Das müssten wir jetzt jedes Mal so rumschleichen. Weil die Licker haben nämlich, die sind, das hat man vorhin, ja, wenn man drauf achtet, sieht man das aber, die sind blind, die haben keine Augen. Können uns also nur, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben regelmäßig geduscht und laufen nicht 10 Tage ungeduscht hier rum. Können sie uns nur aufgrund der Geräusche orten. Das heißt, wenn ich so in dieser Geschwindigkeit gehe, anstatt zu laufen, kann man einfach an denen vorbei, wenn sie nicht gerade irgendwie auf dem Boden sitzen, einen berühren, kann man einfach dran vorbeilaufen. Oder gehen, dran vorbeigehen, ohne dass sie einen hören. So, was steht auf dem Brunnen? Um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. Was bedeutet das wohl? Oh, eine Einhornmedaille. Probieren wir die doch mal aus. Unglaublich, es funktioniert. So, dann haben wir hier den Schlüssel. Den ersten. Damit können wir jetzt zurücklaufen. Achso, ja, auch interessantes kleines Feature.
steht jetzt hier als Revierschlüssel drin. Kann alle Items, die man irgendwie aufnimmt, kann man prüfen. Dann steht da, geformt wie das Peak einer Spielkarte. Okay. Und siehe da, hey, umbenannt, das ist der Peak-Schlüssel. Im Grunde total unnütz, weil man kann es auf dem Bild genau erkennen, was es ist, aber naja. Bei anderen Items kann das tatsächlich nützlich sein. Hier, da vergesse ich ganz oft, laufe ich ganz oft dran vorbei. Der Raum ist auch ein Peak-Schlüsselraum. Gehen wir da schon mal rein. Nehmen uns mit, was hier drin ist. Das ist nochmal. Also, ein Raum, genau. Hier einmal Farbband. Immer gut brauchen. Und. Kannst ja immer ganz gut sehen, wie die Sachen gerendert sind, ne? Was man benutzen kann und was nicht. Also schieben wir jetzt hier mal diesen Hocker, diese Mini-Leiter durch die Gegend und finden hier oben eine Kurbel. Natürlich nehmen wir auch mit. Jonas. Hallo? So. Und weiter. Abstecher hier zur Kiste. Kurz ein paar Sachen weglegen. Nicht, dass wir hinterher irgendwas Tolles finden und keinen Platz mehr haben, um das aufzunehmen. Den behalten wir uns mal für später. Das brauchen wir auch erst. Die Kurbel. Ja, das machen wir auch später. Kurbel machen wir später. Und den brauchen wir auch später. Ja. So. Los. Oh nein! Kleines Mädchen und Zombie. Da müssen wir einschreiten. Hey. Du. Stehen bleiben. Mal. Okay. Was ist das? Das war's. Da ist sie verschwunden. So, das war's mit dem Peak-Schlüssel. Den brauchen wir nicht mehr. Oh, guck mal da. Leon. Der Leon.
says Mister. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Der ultimative Polizist, überall Zombies unterwegs, kleines Mädchen, ja, die ist hier gerade vorbeigekommen. Aber ich habe hier erstmal den Flur untersucht. Wie, dem Mädchen helfen, hinterherlaufen? Ach Quatsch. Die kommt bestimmt alleine zurecht. Ich muss hier den Flur untersuchen. Naja. So, hier haben wir noch so einen wunderschönen Tisch, wo wir unsere Dietrich-Künste ausprobieren können. Super. Kerosinpatronen für unseren Granatwerfer. Sehr gut. Ah ja, die Bücherei. Ja, genau. Wir machen das schon mal, dann brauchen wir das nachher nicht. Gute Bausubstanz hier, sehr gut. So, oh, was sehen wir hier? Was könnte das wohl sein? Gucken wir uns das mal an. Links, rechts, Mitte, okay. Na was. Oh, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Links, rechts, Mitte, hm? Also bewegen wir einmal das hier nach rechts. Und das hier nach rechts. Und dann sieht das doch so aus wie auf dem Bild. Super. Wenn wir uns hier schon mal den ersten komischen Stein mitnehmen. Den Schlangenstein. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, war hier hinten noch ein Haut oder was? Nee, nix. War das ein Remake? Munition, ne? Also hier können wir die Notleiter aktivieren. Da haben wir quasi eine kleine Abkürzung, kommt von hier in die Lobby und wieder hoch, wenn wir das wollen. Das machen wir tatsächlich gleich. Das ist ganz... Oh, shit! Das war knapp, wa? Das werden wir nicht drauf bleiben. So, was glitzert denn da auf der Bank? Ein Feuerzeug. Genau, und das ist halt das Feuerzeug, was ich vorhin meinte, was man mit Leon von Anfang an in meinem Inventar hat. So, dann haben wir noch mehr Farbbänder. Und Gott, ja, das Tagebuch der Sekretärin. Auch das.
Die Sekretärin schreibt im Grunde so ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Polizeichef. Und im Endeffekt ist er einfach ein echt creepy Typ. Ein Arschloch und ein creepy Typ. Das ist so die, die Grundmessage in dem Tagebuch. So, was machen wir jetzt? Ah. Genau. Okay. Wir gehen uns jetzt eben. Gehen jetzt eben nochmal zurück. Holen uns den zweiten Edelstein. Genau, und dann können wir. Kommen wir hierher zurück in den Raum und dann speichern wir nochmal. Wenn ich jetzt. Nee, ich sterbe jetzt. Wenn ich jetzt sterbe, dann wäre das nicht bitter. Aber ich sterbe nicht. Ach. Was? Ja, natürlich. Endeffekt glaube ich ganz gut doch, dass wir den Licker hier getötet haben, so oft wie wir jetzt hier schon vorbeigelaufen sind. Ich hätte eigentlich auch oben rumlaufen können. Na, weiß ich nicht. So. Besprechungsraum. Ich weiß gar nicht, lag hier noch irgendwo? Ja, nee, hier. Nee, keine Munition, okay. Dann ist natürlich hinter dem Besprechungsraum ist so ein Raum mit so einem alten gemauerten Kamin, warum auch nicht. Wo wir jetzt hier den Kamin anzünden können. Dann aus diesem Bild der zweite Edelstein rausbrennt. Muss man nicht mehr viel zu sagen. Nehmen wir einfach so hin. So. Dann können wir jetzt mal gucken. Wir laufen jetzt zurück. Aber wir laufen jetzt einfach mal den anderen Weg. Ich glaube, der ist tatsächlich kürzer. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch ungefähr das gleiche. Ein bisschen Rennerei hat man schon im Spiel. Aber wenn man zumindest weiß, wo man hin möchte, rennt man zumindest nicht unnötig. Ja. Ja, ich glaube, die Wege nehmen sich nicht viel.
Ach so, ja, übrigens ist, nur dass wir es einmal gesehen haben. Es gibt natürlich auch eine Karte in dem Spiel, die man sich angucken kann. Die ist nicht ganz so toll wie im Remake. Man kriegt hier keine Items eingezeichnet oder so, aber man kann zumindest grundsätzlich sich ein bisschen orientieren, wenn man gerade mal nicht weiß, wo man ist oder wo man hin will oder wie man da hinkommt. Aber wir werden nicht zu viel Zeit mit der Karte verbringen, weil wir grundsätzlich eigentlich... Sagen wir mal so, ich habe das Spiel schon ein, zweimal gespielt und weiß grob, wo ich hin muss und wo ich was machen muss. So, dann legen wir das erstmal weg. Und nehmen dafür den hier mit. Ach so, stimmt. Jetzt speichern wir mal. Nur so zur Sicherheit. Fortschritte speichern. Jawohl. Ja, das können wir überschreiben. Später. So, hier machen wir mal die Tür auf. Die war nämlich, das wäre so eine gewesen, aber jetzt, wenn wir von der anderen Seite rangekommen wären, oh, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Wenn man nicht weitergekommen. Oh Gott, ja natürlich kommen jetzt hier die blöden Vögel. Schwinde. Aber die Munition nehmen wir noch mit. Brennender Hubschrauber. Da kommen wir erstmal nicht weiter. So, das hier. Mal gucken, müsste ich. Alter! Was ist denn hier? Stehen normalerweise weiter auseinander. Ja. Ah, läuft. So, was haben wir denn da Schönes? Erstmal hier. Alter. Erstmal haben wir hier das Ventil, den Ventilgriff. Und tada, noch eine Armbrust. Farbbänder haben wir erstmal genug. Die Tür hier übrigens, ganz fies, ist die einzige Tür, wenn ich die jetzt aufmachen würde, würde die halt auch wieder diese Türanimation haben, aber dann würden da Zombies entgegenkommen. Das heißt, da können wir nicht durch. Wir machen die jetzt auch mal nicht auf. Wir schenken uns das. Weil das ist nämlich, was ich vorhin gesagt habe, A- und B-Szenario. Wir sind dann ja mit Leon und Claire auf unterschiedlichen Seiten von dem explodierenden Auto am Anfang.
Wenn wir jetzt mit Leon spielen würden, das B-Szenario, wären wir halt den anderen Weg rumgegangen und würden dann hier durch diese Tür reinkommen. Würden dann so ins Polizeirevier kommen, nicht durch den Vordereingang, wie wir es mit Claire gemacht haben. Aber wie gesagt, wir können da halt nicht raus, deswegen schenken wir uns das, sparen uns die Munition, kämpfen nicht gegen die Zombies. Wenn wir uns das hier schenken können, kämpfen wir gegen die hier nämlich auch nicht. Jawohl. Jetzt muss sie dann noch von der Treppe weg, bitte. Hallo. Hallo. Komm mal bitte da von der Treppe weg. Hier hin am besten. Jawohl. Super. Sehr gut. Feuerwehrfrau Claire macht jetzt hier mal den Wassertank kaputt. Mein Audio hat sich jetzt hier nicht aufgehängt. Das sieht irgendwie komisch aus. Hallo? Naja, okay, jetzt. Jetzt geht's wieder. Ja, ich hoffe, da fehlen jetzt nicht irgendwie, also falls jetzt irgendwie die letzten 3, 4, 5 Minuten ich irgendwie nichts gesagt habe, dann lag es anscheinend daran, dass sich mein Audio kurz aufgehängt hat. Naja, schauen wir mal. Zombies noch da? Nope. Sehr gut. So, ne, mit dem... Was ist da passiert? Das finden wir später raus. Bleiben Sie dran bis zur nächsten Woche. Nee. Natürlich, weil jetzt der Helikopter noch gebrannt hat, konnten wir hier nicht lang, konnten nicht in den Raum, deswegen mussten wir den erst löschen. Hier, da blinkt was. Das war... Ne? Der Revierschlüssel, welcher ist es? Man kann es kaum erkennen, es könnte ein Karo sein. Dann können wir hier diese wunderschöne Kette von diesen Büsten, können wir die Edelsteine einsetzen. Dann... Hier, was ist das? Na, komm. Ah ja, ein halber blauer Stein. Das hat sich doch gelohnt. Der ganze Aufwand. Hier noch. Das Ding mal eben in die Kiste und dann gehen wir wieder nach unten. Das Ventil, den brauchen wir.
die Armbrust behalten wir einfach mal dabei. Man weiß ja nicht. So, im Endeffekt, was wir jetzt machen, gucken wir gleich mal eben auf die Karte. So, und zwar... So, das ist jetzt quasi unten das Erdgeschoss, die... der große Raum, Eingangshalle, wo wir reingekommen sind, und im Endeffekt haben wir da jetzt bis auf den einen schwarzen Raum in der Mitte ist alles blau, das heißt, wir waren da überall schon. Also das ist quasi, wenn wir uns das Polizeirevier, ne, das ist, Eingangshalle ist die Mitte, da haben wir ja unten links, also unten den Westflügel haben wir abgegrast. Hier, das ist dann die obere Etage, oben den Westflügel haben wir abgegrast, oben den Ostflügel, der große, das große oben rechts, das große blaue, das ist die Terrasse, der Außenbereich gewesen, wo der Helikopter war. Aber wir sehen halt, okay, unten rechts, also unten den Ostflügel haben wir noch gar nicht uns angeguckt, und das heißt, das werden wir jetzt mal machen. Könnten wir jetzt zurück in die Eingangshalle gehen und von da dann durch die kleine Tür am Anfang gehen. Oder wir nehmen hier diese kleine Abkürzung. Und gehen hier die Treppe runter. Nehmen natürlich hier schön die grünen Kräuter alle mit. So. Und siehe da. Jetzt sind wir unten im Ostflügel. Du hast doch, jawohl, bestimmt Munition für mich. Sehr gut. So, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Kommen wir hier schon durch? Nee, das ist ein Herz. Okay, da brauchen wir den Herzschlüssel. Also. So. Wie war denn das hier nochmal? Na komm. Wir müssen ja nicht sparsam sein mit unserer Munition eigentlich. Ne? Ah, okay. Okay, das sind schon so zwei, drei Stück. Na, haben wir's? Okay. Das scheint es bis auf den da gewesen zu sein. Ist das so? So. Ah, genau. Hier nur noch. Ein Kraut. Okay, da haben wir schon mal so zwei, drei Kräuter. Die können wir verbinden. Und ja, mixen wir die auch noch. Ja, mal gucken, ich weiß nicht mehr genau, was im Tresor ist. Da haben wir hier den tollen Tresor, wo wir ganz am Anfang, wenn wir uns erinnern, die Kombination gefunden haben. Die, wie wir uns natürlich gemerkt haben, hoffentlich ist das jetzt nicht falsch. Ach, nee. 2236 ist. Ah ja, und hier finden wir jetzt, wo wir sie eigentlich kaum noch brauchen, auch eine Karte vom Polizeirevier. Das heißt, jetzt hätten wir nicht nur die Räume, jetzt sehen wir alle Räume und sehen halt auch die ganzen Türen. Man sieht das hier schön, wie es blinkt.
Das rosa, ist das rosa? Pink? Lila? Leichtes Lila, naja. Das ist der Peak-Schlüssel. Das rote unten rechts haben wir gerade, wo wir eben gerade an der Tür waren, das ist Herz. Und das grüne, was blinkt, das ist der Kreuzschlüssel. Den finden wir ganz zum Schluss, glaube ich. Naja. So, das heißt also, wir wissen, okay, wir können jetzt hier raus aus dem Büro, rot in dem Raum, wo wir gerade sind. Dann können wir rechts um die Ecke und dann können wir uns da hinten mal den Raum angucken. Oder die beiden Räume tatsächlich. Der eine ist ja nicht verschlossen. Oh, wer wackelt? Wo kommst du denn her? Ich dachte, ich hätte euch alle erwischt. So kann's gehen. So, haben wir's? Ja, haben wir. So. Oh. Ja, ich glaube. Ich glaube, hier sind ungefähr 30 Millionen Zombies draußen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir rennen voll rein. Ja, mal gucken. Ja, großartig. Alter, was stirbt er denn nicht? Puh. Ja, gut, dass wir die Armbrust behalten haben, ne? Was? Ich gehe ganz schnell kurz zurück zur Kiste. Ich glaube, in den Räumen da hinten müssen wir mindestens drei Sachen aufnehmen. Das könnte jetzt mit unserem einen freien Dingschen geschnitten werden. Zum Glück haben wir ja hier gleich um die Ecke eine Kiste. Hier bleibt auch da. Die zweite Armbrust bleibt auch erstmal hier. Das eine Heilkraut behalten wir. Das machen wir. Natürlich. Das renne ich auch einfach so drauf los. Selber schuld. Ja, noch mehr? Ah, selbstverständlich. Verschwinde. Ah, ja, nee. Oh Gott, Leute. Achso, ja, falls ihr es euch nicht denken könnt, diese Animation, wo sie den Kopf wegtritt, ist natürlich in der
geschnittenen deutschen Version, wovon ich vorhin erzählt habe, ist der natürlich auch nicht mehr mit drin. Aber naja. Na, war's das? Okay. Noch mehr? Nee. Das war's. Wir gehen erstmal. Das rote Kraut lassen wir erstmal liegen. Ich glaube, ich erinnere mich an was. Drüben sehen wir was blinken in dem anderen Raum. War es das hier? Nichts Besonderes, okay. Ist hier sonst nichts mehr? Oh, okay. Naja, scheint nichts mehr zu sein. Na dann. Also die Tür da hinten haben wir ja auf der Karte gesehen, ist zu. Da brauchen wir den Kreuzschlüssel. Hier haben wir einen Piekschlüssel, einen Piekschlüssel aufgemacht. Gucken wir mal, was hier so geht. Genau. Hier zumindest schon mal das Kabel. Das brauchen wir nachher noch. Und dann sehen wir so wunderschön, wie es aus dem Hintergrund hervorsticht. Hier den Adlerstein. Sehr gut. So. Ja. Wow, ein Licker! Ist natürlich, ich hatte mich irgendwie eben doch noch dran erinnert. Wenn man es nicht weiß, kleiner Schockmoment. Das weiß ich gar nicht. Siehst du, vorhin noch so rumgeprallt. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ach, hinten bei der Dings. Ja, klar. Siehst du, dann hätten wir das mit dem blöden Feuerzeug auch jetzt erst machen können. Naja, egal. Schnappen wir uns jetzt hier diesen nochmal. Kiste. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst auch erstmal weg. Genau. Ja, hätte ich. Also wenn wir jetzt hier so Speedrun-mäßig optimiert unterwegs wären, dann hätten wir das mit dem zweiten roten Edelstein im Kamin nicht gemacht, dann hätten wir das jetzt gemacht. Weil ich hatte vergessen, dass ich hier dann mit dem Piekschlüssel nochmal vorbei muss. Das hatte ich irgendwie verdrängt. Aber naja. Sind wir wieder bei der unnötigen Rennerei, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe. Bin mal gespannt, wie schnell wir durchkommen diesmal. Schnellste Zeit übrigens. Naja. Waren bei mir
hatte ich das Spiel aber auch häufiger gerade erst gespielt. Das waren 2 Stunden 18. 2 Stunden 18? 2 Stunden 18. Aber wenn ich jetzt gucke, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 11. Das könnte schwierig werden mit 2 Stunden oder mit generell mit unter 3 Stunden. So. Ach du Kacke. Oh Gott. Nee. Nee. Nein, nein. Scheiße. Oh Gott. Okay. Fuck. Oh Gott, nein. Haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Habe ich gemacht, bevor wir die roten Dinger eingesetzt haben, ne? Na, wir gucken mal, wie lange das her ist, dass ich gespeichert habe. Warteraum. Ah, das war noch bevor ich das Ding geholt habe, das den Ventilgriff, ne, und den Helikopter gelöscht habe. Ah, das ist jetzt, das ist jetzt echt lästig, ne? Ja, da habe ich die beiden lästigen Edelsteine. Kein Ventilgriff. Ja, okay, dann machen wir Folgendes. Stunde 15. Fast. Dann machen wir jetzt hier Teil 1 Cut. Ich mache dann off-camera, wie man so schön sagt. Spiele ich dann einfach nochmal den Teil, den wir gemacht haben, bis wir zu diesem lästigen Raum mit den mit den ganzen Zombies gerade gekommen sind. Und vielleicht packe ich da zur Abwechslung meinen Granatwerfer ein, dass wir da irgendwie besser durchkommen, weil jetzt nochmal irgendwie die 20 Minuten sich das alles nochmal anzugucken, ist halt auch nicht so prall. Ja, also auf Teil 2 dann bald.